Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Wie ist euer Energielevel von 1 bis 10? Wo befindet sich eure Energie gerade im Moment und den heutigen Tag über? Bei mir ist es, glaube ich, ich glaube, es war eine 4. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen gestiegen auf eine 5 bis 6, würde ich sagen. Man merkt, dass der letzte Tag der Woche ist, also zumindest der letzte Wochentag, also der letzte Tag. Man merkt, dass einfach die Woche war. Oh Gott, ihr merkt, man merkt's. Ja, also ich meine, man merkt, dass Freitag ist und die Woche hinterlässt ihre Spuren. Aber wir starten rein ins Wochenende und deswegen steigt die Energie. Ich hoffe bei euch auch, ich hoffe euch geht's gut. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich liebe den Austausch mit euch und ich liebe es von euch zu lesen. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass ihr da mitmacht und dass ihr auch dafür offen seid, mir euer Energielevel schreibt und ja auch, wie euer Tag so war, finde ich einfach wirklich sehr, sehr schön von euch zu lesen. Wir kommen gerade vom Tierarzt. Emmy und Bruno waren beim Tierarzt. Erik wartet daheim. Und ich habe euch doch gestern erzählt, bis nächste Woche werden wir Winter haben, haben sie im Radio gesagt. Ja, Pustekuchen. Vielleicht an anderen Orten von Bayern, aber hier in Bayreuth Regen. Regen und Stürme, also richtige Frühlingsstürme. Es stürmt richtig. Als ich Arbeit aus hatte, ich habe es vorhin bei Instagram schon erzählt, und zum Auto gelaufen bin, wäre ich wirklich beinahe weggeweht. Es war echt so stürmisch. Ich habe mir jetzt deswegen extra die Haare zu so einem Duddel zusammen gemacht. Ich habe nämlich in der Arbeit meinen Haargummi verloren und dann hatte ich die halt offen und dann bin ich zum Auto gelaufen und ich hatte die Haare wirklich überall im Gesicht so kleben, hängen, weil es hat einfach so gestürmt und dann dachte ich, okay, ich mache mir jetzt so ein Duddel, dann sind sie geschützt. Ja, es regnet wirklich sehr und stürmt auch sehr. Die ganzen Wiesen waren unter Wasser, teilweise auch so ein bisschen Äste auf den Straßen oder am Straßenrand. Also ich glaube, da hat es sehr gewütet gestern. So, ich gehe jetzt mit den Babys hoch in die Wohnung und dann wollte ich ja trotz alledem spazieren gehen. Bruno. Der Bruni setzt sich immer hier vorne in die Ecke. Immer. Okay, wir gehen in die Wohnung. Etwas, womit man auch sehr schnell und gut seine Energie wieder hochbringen kann, ist Bewegung. Also bei dem Online-Coaching haben wir auch Übungen bekommen. Und da gab es auch so einen speziellen Tanz und ich ärgere mich, dass ich den nicht irgendwie aufgenommen habe, dass ich den machen kann, aber einfach Bewegung. Und das ist ja auch im echten Leben so, wenn wir stillstehen oder wenn wir Stillstand haben, dann ist es einfach so eine Stagnation. Wenn wir aber in Bewegung sind und wenn es fließt, dann ist es einfach besser. Und deswegen müssen wir uns bewegen. Nur daheim auf der Couch rumsitzen ist nicht. Rausgehen in die Natur, in die frische Luft, einfach Bewegung. Und wenn es nur einmal um den Block ist, wenn ihr euch dazu aufrafft, einmal um den Block zu gehen, für, wenn es nur 5 Minuten sind, lass es nur 3 Minuten sein, aber komm in Aktion, komm in Bewegung, mach was. Und auch ich werde bei diesem Wetter jetzt gleich noch rausgehen und werde spazieren gehen. Denn es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ich überlege nur, nehme ich einen Schirm mit oder nehme ich die Regenjacke? Bewegung ist wichtig und Bewegung steigert wirklich die Laune. Und mein Energielevel ist gerade tatsächlich nach oben. So, jetzt fängt es an, wieder heftiger zu regnen. Vorhin war wieder so ein Wind, dass ich beinahe weggeflogen bin. Aber ich bin ein bisschen raus in die Natur und es ist schön und matschig. Sehr, sehr matschig. Oh, Hilfe. Solche Pfützen. Durch den Schnee gestern, das waren echt Schneemassen, die da runtergekommen sind. Und heute ist alles wieder getaut. Deswegen ist alles ziemlich unter Wasser. Ihr Lieben, es gibt einen Obstteller als Vorspeise, einmal Apfel, einmal Birne. Ich habe mir Eier gekocht,
Und die gibt es mit Salz und Pfeffer. Und einmal einen Dotter. Das Ei ist aufgeplatzt, jetzt habe ich nur den Dotter. Und dann gibt es eine Pizza. Und zwar eine Speziale mit Butter. Ganz viel schön Butter. Den werde ich schön auf der Pizza verteilen, damit sie nicht so trocken ist. Vor allem der Rand. Und alles. Guten Appetit. Der Erik ist wieder da. Und wieso isst du jetzt den Peppeli-Pep vom. Das war, glaube ich, der vom Bruno, Schatz. Da ist die Rietscheu-Tablette drin. Erik. Was hast du denn schon wieder gegen den Teppich? Schau mal, das ist ein schöner Teppich. Da mach mir doch bitte kein Loch rein. Sieht Erik anders. Erik hat übrigens die wildeste Frisur aufgrund seines Fellwechsels. Er bekommt hier.